Erdmuschelpulver gerade für ältere Hunde ein gutes Nahrungsergänzungsmittel, sehr gut für die Gelenke. Mit dem Schneebesen kräftig zu einem Schaumsüppchen schlagen. Inzwischen trinkt Astra ihr Süppchen Das musste aber anstandslos. auch erst antrainiert werden. Zum Glück bringt bei ihr was Konsequenz. Erst gibt's das Schaumsüppchen, dann das Fressen. Damit nicht jedes Fressen nach Grünlippmuschelpulver schmeckt, das riecht nämlich ziemlich fischig. Das gibt's als Kur, besonders im Winter, für 2 Monate mindestens vorher. Kleiner Rest wird natürlich immer gerne drin gelassen, den trinkt sie dann später noch. Auch sehr gut ist ein kleines bisschen Ingwer. 2 Gramm mit 2 Gramm pro 10 Kilo Körpergewicht kann man nicht viel falsch machen. Ich habe gelesen, sogar etwas mehr darf der Hund zu sich nehmen vom Ingwer. 2 Gramm pro 10 Kilo Körpergewicht. Das hier ist Hirse, ein absolutes Superfood, nicht nur für uns, sondern auch für unseren Hund, aber dazu später mehr. Ingwer hilft grundsätzlich, Entzündungen zu verhindern und fördert die Durchblutung und ist auch ein gutes Hausmittel gegen Wie immer leichten ein Husten. Teelöffel Leinöl dazu. Auch ein gutes Hausmittel gegen leichten Husten ist ein wenig Thymian. Eine Prise Thymian. Pansen ist natürlich sehr gut geeignet, um den Ingwer zu übertünchen. Dies gehört aber nicht zum alltäglichen Futter, sondern ist, wie gesagt, nur ein Tipp als gutes Hausmittel gedacht bei Entzündungen oder eben bei leichten Husten. Ist das nicht erstaunlich? Trotz Ingwer wird die Schüssel blank geschleckt. Gerade gezeigt, es war nur ein Beispiel von vielen, was Astra so im Alltag bekommt. Wenn ich nicht für sie koche, danach gibt es immer sofort die Hundeleckerlis und ich nütze die Gelegenheit, um ein bisschen was zum Superfood Hirse zu erzählen. Gekochte Hirse ist ein wahres Superfood. Für uns wie auch für den Hund. Entweder gemischt mit etwas Reis oder ansonsten gibt es immer öfter bei uns Hirse, denn die Hirse ist ein sehr mineralstoffreiches Getreide. In Hirse sind Fluor, Schwefel, Phosphor, Magnesium, Kalium und im Vergleich zu anderen Getreiden besonders viel Silizium, Kieselsäure, Eisen und Vitamin B6 enthalten. Daher ist Hirse sehr gut für die Haut, Fell, für die Nägel und für die Knochen unseres Hundes. Es ist allgemein ein super gesundes Futter. Wahrscheinlich ist es auch gut für die Zähne. Diesen kleinen Fitnesstrink bekommt Astra schon sehr lange. Ein wenig fettarme Milch, nur so viel, dass der Boden bedeckt ist, und dann mit Wasser auffüllen. Aber immer Fertig. zum frischen Wasser mit dazu anbieten, damit der Hund die Wahl hat. Dann gibt es ab und zu auch etwas Hühnerleber. Die lässt sich gut in Portionen vorbereiten und einfrieren. Ich habe das hier in jeweils 2 Portionchen eingefroren, sodass ich immer eine rausnehme zum Auftauen für 2 Tage, was dann im Kühlschrank bleibt. Denn ein großer Hund soll nicht mehr als 20 Gramm am Tag davon essen. Astra kriegt das ab und zu. Die genaue Dosierung für kleinere Hunde kann man googeln. Hühnerleber ist sehr gesund. Sie enthält beachtliche Mengen an Eisen, Kupfer, Zink sowie die Vitamine A, B2, B12, Biotin und Pantothensäure. Vor allem enthält sie besonders viel Vitamin A. Gut für die Sehkraft und das ist ja gerade bei älteren Hunden auch sehr wichtig. Auch ein paar Kräuter dürfen ins Futter ab und zu. Und ab und zu ein leckeres rohes Eigelb. Und am Nachmittag gibt es für Astra noch ein bisschen klein geraspeltes Obst oder ein paar Beeren. Bei so viel gesundem Futter kann man auch mit bald 14 Jahren durch so hohen Schnee stapfen.